Pause. Ich befinde mich jetzt hier am Babylon und treffe auf Wolf. Denn hier findet am 2. Mai zum dritten Mal die Vergabe des Deutschen Filmgeistes statt. Aber das ist jetzt auch nicht korrekt. Erzählen Sie mir, was korrekt ist. Wir machen hier in Babylon am 2. Mai. Zum dritten Mal, man kommt den Zahlen ja auch ganz durcheinander. Ja. Wir machen, vergeben zum dritten Mal einen Filmpreis, einen Deutschen Filmgeistpreis. Und der heißt so, weil dahinter steht eine gemeinnützige Einrichtung. Die heißt Filmgeist, Zentrum zur Förderung des Geistigen im Film. Im Grunde genommen ist das eine Einrichtung, die Film als Kunst promotet. Ja? Also den Gedanken, dass Film nicht zuletzt auch ein geistiges Produkt ist. Ja? Nicht nur ein ökonomisches oder technisches Produkt, sondern dass der Wesenskern des Films ja eigentlich was Geistiges ist. Und Filmgeist versucht darauf, die Aufmerksamkeit zu lenken. In dem Zusammenhang initiieren wir oder führen wir verschiedene zweckgerichtete Aktionen durch. Unter anderem vergeben wir halt diesen Preis. Und jetzt zum dritten Mal dieses Jahr, nach 1916 und 1918. 2017 gab es keinen Preisträger, aber jetzt 2019 haben Sie einen Preisträger. Ja. Da wissen, sagen Sie uns auch schon, wer das ist und warum. Ja, ja. Den Deutschen Filmgeistpreis 2019 erhält der Film Tag des Sieges von Sergej Losnitzer. Mhm. Ja, Sergej Losnitzer ist ein bemerkenswerter Filmemacher, der etliche überragende Filme gemacht hat. Und der hat einen Dokumentarfilm, ist ein Film gedreht, Tag des Sieges, bezieht sich auf den 8. Mai und geht inhaltlich um die Erinnerungskultur der Russen. Ja? Er ist ein russischer Abstammung, es kommt aus Weißrussland ursprünglich, lebt aber schon 20 Jahre in Berlin. Ist insofern deutscher, es ist ein deutscher Film, weil er auch mit deutschen Mitteln finanziert ist. Es geht um ein Ereignis, was in Deutschland stattfindet, also diese Versammlung jedes Jahr am Treptower Park, ja, am Ehrenmal. Und das hat er dokumentiert auf eine ganz besondere und inspirierende Weise. Und ist ein großartiger Film und insofern ein ausgesprochen würdiger Preisträger. Sie machen ja auch diese Preisvergabe nicht umsonst, weil Sie sind Drehbuchautor, Regisseur. Sie haben auch ein ganz tolles YouTube-Video, Ihre Drehbuch-Meisterklasse. Das finde ich ja ganz toll. Was ist das? Ja, im Wesentlichen geht es darum, dass ich Autoren dabei helfe, ihre Geschichten auf erzählerisch hochwertigem Niveau zu produzieren. Der Bedarf dafür ist, glaube ich, gegeben, weil ich denke mal, das ist das Grundproblem des deutschen Films, nicht? Der ja viele großartige Sachen zu bieten hat, aber im Erzählerischen schwächelt er deutlich. Ja, und da müssen wir zulegen. Ich habe mich mit Fragen des guten Erzählens im Film seit vielen Jahren beschäftigt. Und habe mich da intensiv mit auseinandergesetzt und habe da auch einige Dinge von Wert, denke ich mal, herausgefunden und kann insofern dann eine ganz gute Arbeit leisten, ja, mit Leuten, die ihre Schreibarbeit optimieren wollen. Wie kann man ein guter Drehbuchautor werden? Viel schlafen, rauchen und ab und zu ein Likörchen. Auf der Grundlage dessen, dass man in der Künstlerhaltung lebt. Babylon hat auch eine große Bedeutung für Sie, weil jeden 25. April läuft ein Film von Ihnen hier. Der war auch bei der Berlinale, hat er den Friedenspreis bekommen. Erzählen Sie mal darüber. Na, der Film ist entstanden von 1983 bis 1986, also der ist jetzt eine wichtige Antiquität eigentlich, ja. Schon. Ja. Aber der Besitzer hier, der Kinobetreiber Timothy Grossman, der war damals bei der Premiere 1986 dabei, Leipzig, Dokumentarfilmwoche. Das war eine sensationelle Veranstaltung. Der Saal hat getobt. Das war ein ganz großartiges Kinoerlebnis. Und der Timothy Grossman war dabei und ist seither ein großer Fan
von dem Film. Vor ein paar Jahren haben wir uns einmal darüber unterhalten, was denn damit noch geschehen kann. Und dann hat er gesagt, er zeigt den Film jedes Jahr am 25. April, weil es ein Datum, was in dem Film eine zentrale Rolle spielt. Da hat er gesagt, jedes Jahr an dem Datum läuft der Film, und seit 6 oder 7 Jahren macht er das jetzt und engagiert sich dafür, macht Werbung, hat jetzt eine ganzseitige Anzeige in der Wochenzeitung geschaltet gehabt und so. Und wir hatten jetzt die Veranstaltung gestern Abend wieder, es war wunderbar. Ja, es war eine überragende Anzahl an Leuten gekommen, keiner ist gegangen. Was ja schon mal vielleicht ganz gut für den Film spricht, ja, vor allem wenn man dran denkt, ein Dokumentarfilm, über 30 Jahre alt, im Grunde genommen ist ein kalter Kaffee. Aber er, kalter Kaffee schmeckt auch gut. Kalter Kaffee kann unter Umständen ganz hervorragend sein. Genau so ist es, genau so ist der Film. Aber wir freuen uns jetzt auf den 2. Mai, Filmgeist, Preisübergabe. Sind Sie schon aufgeregt? Ja, natürlich, das ist ein besonderes Ereignis. Klar, natürlich, ja. Lampenfieber ist schon da. Ich wollte vielleicht noch erwähnen, wir zeigen nicht nur sozusagen jetzt den Preisträgerfilm, also wir machen nicht nur am 2. Mai die Preisübergabe für den Film Tag des Sieges, sondern an den beiden Tagen davor werden auch die vorangegangenen Preisträger gezeigt. 2018 und 2016. Genau, also 2016, der Film Morgenröte im Aufgang, Hommage an Jakob Böhme, heißt der Film, der läuft am 30. April. Und dann am 1. Mai läuft der Preisträger von 2018, das ist der Film 1917, der wahre Oktober von Katrin Rothe. Das ist ein Inhalt, sowohl inhaltlich als auch ästhetisch ein Genuss. Ein wunderschöner Film, 1. Mai, jeweils 20 Uhr. Okay, vielen Dank für die Information und wir freuen uns drauf. Vielen Dank, danke. Nun gibt es ein paar frühlingshafte Tipps. 5 Gründe, warum der Frühling die Gemüter bewegt. Yippie, endlich Frühling. Wenn die ersten Krokusse knospen, dauert es nicht mehr lange, bis sie wieder laut werden. Die Zeitumstellungsnörgler. 74% der Deutschen finden die Umstellung einfach nur nervig. Weniger Gegner hat dagegen der Frühling selbst. Gut 36% beschreiben den Lent sogar als ihre Lieblingsjahreszeit. Das mag daran liegen, dass die Tage länger werden, die Natur erwacht und auch unser Hormonhaushalt aus dem Ruhemodus hochfährt. Das Glückshormon Serotonin regt da besonders an. Stimuliert wird im Frühling auch unsere Nase. Etwa 350 Riechrezeptoren werden bei jedem Atemzug von Millionen Duftmolekülen aktiviert. 12,5 Millionen Heuschnupfenallergiker in Deutschland halten sich da besser die Nase zu. Nase zu, Augen zu. Jeder dritte Deutsche leidet in den ersten Wochen des Frühlings nämlich an Frühjahrsmüdigkeit. Hier hilft nur frische Luft und viel Bewegung. Mit den ersten warmen Sonnenstrahlen erwacht die Natur aus ihrem Winterschlaf und Tina will endlich wieder Zeit in ihrem Garten verbringen. Damit wieder alles so schön grün wird wie im letzten Jahr, braucht ihre Rasenfläche allerdings noch etwas Pflege. Nach dem Winter sieht die jetzt natürlich teilweise mitgenommen aus. Also ich habe hier Stellen, da muss ich mit Sicherheit mal vertikutieren und auch nachsehen. Aber ich kümmere mich jetzt erstmal ums Düngen. Damit ist schon mal ein guter Anfang gemacht. Damit der Dünger auch auf dem Rasen landet, muss dieser zunächst von Laub und Unrat befreit werden. Etwas mühsam für Tina, aber nur so kann ihr Rasen wieder besser wachsen. Ist das erledigt, geht es ans Düngen. Aufgrund der steigenden Temperaturen ist im März die beste Zeit dafür. Zum Ausstreuen des Düngers benutzt Tina einen Streuwagen. Das hilft bei der exakten und gleichmäßigen Verteilung und verhindert eine zu intensive Dosierung. Erst 4 bis 6 Wochen später kann Tina sich um Rasenlöcher und besonders braune Stellen kümmern. Diese werden ausgekratzt und anschließend von Hand neu gesät. Für ein optimales Ergebnis sollte zusätzlich vertikutiert und anschließend auch auf der gesamten Fläche nachgesät werden. So wird die Keimung der Samen optimal gefördert. Sowohl beim Säen als auch beim Düngen muss Tina übrigens nicht auf Nachhaltigkeit verzichten. Inzwischen sind auch rein pflanzliche Produkte auf dem Markt. Es ist mir ganz wichtig, dass keine tierischen Produkte in meinem Dünger sind, weil wir leben vegetarisch und ich möchte möglichst eine große Vielfalt an Tieren in meinem Garten haben, die nicht irgendwie geschädigt werden. Und ja, ich finde das einfach klasse. So kann sich Tina mit einem reinen Gewissen zurücklehnen und auf ihre prächtige Gartenoase freuen.
Diese Woche schockte uns mit einer bewegenden Nachricht. Heidi Hetzer, unser Berliner Girl, ist von uns gegangen. In meinem nächsten Beitrag seht ihr den Bericht, wie Heidi Hetzer nach 84.000 Kilometer Weltumrundung mit ihrem Hugo zurück nach Berlin kam. Hunderte von Fans begrüßten die fast 80-jährige Heidi Hetzer. Nach 84.000 Kilometer um die Welt mit ihrem Oldtimer ist sie wieder nach Berlin zurückgekehrt. Also diesen Empfang, das hatten Sie auch selber nicht erwartet. Sie sagten auf dem Wagen. Auf keinen Fall. Ich habe gedacht, na ja, da wären schon so ein paar Mannequins, so 100 Leute sind vielleicht immer. Aber fast ganz Berlin ist hier. Es ist wirklich. Also auf dem Kudamm war ich ein bisschen enttäuscht, da war ja niemand, weil die alle hier sind. Jetzt sind Sie nach 2 Jahren sind Sie jetzt wieder hier. 2 Jahre und 7 Monate und 12 Tage. Wie fühlt es sich an? Ja, Heimat. Das ist doch Heimat, ne? Heimat, und das ist, kann keiner kaufen, bezahlen, erklären. Egal wie schön die Welt ist, Heimat ist Heimat. Und wenn auch ganz miese Orte sind, wenn jemand sagt, ich bin zu Hause in Kosovo am glücklichsten, das ist seine Heimat. Das ist in Ordnung. Und da habe ich natürlich Glück, dass ich so eine tolle Heimat habe. Nicht? Das ist doch unwahrscheinlich, ja? Heidi Hetzer und ihr Hudo. Am 26. Juli 2014 von Berlin gestartet. Am 12. März 2017 wiedergekehrt. Nun sind wir schon wieder am Ende der Lifestyle-Sendung angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns nächste Woche wieder.